Das gute Wetter am Himmelfahrtstag brachte dem 6. Kasseler Gartenfest im Schlosspark Wilhelmsthal bei Calden einen Rekordbesuch. Am ersten von 4 Tagen kamen etwa 10.000 Besucher in den weitläufigen Landschaftspark des Rokokoschlosses. Das waren etwa 3.000 mehr als an sonstigen Eröffnungstagen. Angezogen werden Sie beim Gartenfestival von der Mischung aus Information, Unterhaltung und Entspannung. Aussteller aus Nordhessen und Umgebung, aus Holland, Frankreich, Österreich und Italien präsentieren Praktisches und Schönes für den Garten und die feine Lebensart. Ob Kunst oder Werkzeug, Pflanzen oder Mode, Schmuck oder Essen. Die Besucher können nach Herzenslust bummeln und schauen und sich nebenbei entspannen und die Seele baumeln lassen. Fast 300 Aussteller hatten sich beworben, aber Veranstalter Christian Rode traf eine Auswahl mit 166 Firmen, um Stress für die Besucher und Überschneidungen im Angebot zu vermeiden. Dadurch wurden aber auch Vergleiche zwischen den Anbietern erschwert. Auf einer Fläche so groß wie 3 Fußballfelder gibt es eine Riesenauswahl an Pflanzen. Besonderes Interesse fanden diesmal unter anderem spanische Seerosen, Mammutbäume und Hortensien. Das Gartenfest in Calden zieht immer mehr Sammler und Experten an, die zum Teil von weit her anreisen, um spezielle Aussteller zu treffen. Die Veranstalter gehen davon aus, dass der Andrang sich an den übrigen Tagen bis zum Sonntag normalisiert und es auch keine Staus mehr gibt.